und Herren, herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2008 mit Dieter Nuhr. Dankeschön. 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 Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2008 im ZDF. Wer bin ich? Meine Eingangsfrage an Sie. Richtig. Ein einfacher Seemann aus Somalia. Der Jack Sparrow von Afrika. In Somalia gibt es wieder Piraten. Erschütternde Bilder haben wir gesehen. Männer, die Schiffe kapern. Viele Kinder sind entsetzt. Weil sich die Somalier oft nicht mal an einfachste Grundsätze des Piratentums halten. Die haben ja nicht mal Papageien auf der Schulter. Ja, gibt's denn sowas? Allerdings erklärt das Ganze auch die wahnsinnig hohen Stahlpreise in diesem Jahr. Wissen Sie, wie viele von diesen Händen die bestellt haben? Da leben ganze chinesische Betriebe von. Nein. Scherz beiseite, das ist natürlich alles ganz schlimm. Man denkt nichts Böses, plötzlich sind da diese Typen, die einen so lange festhalten, bis sie einem alles Geld genommen haben. So ein Verhalten kannte man bisher nur von Peer Steinbrück. Es war das Jahr der Piraten. Was sind das für Menschen? Komisch, oder? Es ist natürlich ein einfaches Geschäftsmodell. Man kauft für ein paar Tausender, kauft man Waffen, vielleicht noch so eine kleine Nussschale, irgend so ein Schiffchen. Und dann presst man den vorbeikommenden Millionen aus dem Steiß. Das findet der Normalbürger asozial. Für ihn hier, für Josef Ackermann, ist das eine passable Eigenkapitalrendite. Naja, ich glaube, die brauche ich nicht mehr. So, und der diesen Piraten jetzt das Handwerk legen könnte, ist auch weg. Wo ist Derek, wenn man ihn braucht? Ja. Meine Güte. Also. Wieder ein Jahr rum, die Zeit vergeht, es ist ein Wahnsinn. Man wälzt vor sich hin, der eine mehr, der andere weniger. Manch einen hat es auch gleich komplett von der Stange gehauen. Die Brüder Lehmann in Amerika. Eine ganze Bank hat den Geist aufgegeben. Ja, man kann sagen, eine ganze Branche. Da muss man auch mal sagen, da hat Karl Marx wirklich nicht recht behalten. Der hat ja gesagt, das Proletariat verelendet und nicht unsere Investmentbanker. Ja, es war ein Jahr der Verluste. Hier, das ist, glaube ich, der Vorstandsvorsitzende der Commerzbank vor seinem Hochhaus. Da sitzt er im Frankfurter Bankenviertel. Hast du mal eine Milliarde? Ja. Oder auch Susanne Klatten, eine der bestaussehenden Milliardärinnen des Landes, kann man wohl sagen. Hat Millionen verloren für einen guten, wie sagt man, einen guten, ja, Schäferstündchen klingt auch nicht mehr so schön. Seit unsere Hirten ihre Schäfchen im Eisenbahntunnel da. Ja, da sieht man doch, wie gefährlich ein Schäferstündchen sein kann zur falschen Zeit am falschen Ort. Das muss man auch unseren Hirten mal sagen, dass das Licht am Ende des Tunnels auch ein ICE sein kann. Ja. Egal. Wo war ich? Beim Geschlechtsverkehr. Genau, ja, hier, das ist sie, Frau Klatten. Hier. Mit ihrem, ist das der Stecher? Nee, komm, das ist der Stäuber. Das ist, naja, der hat ja jetzt auch Zeit. Wer weiß, wie der sich die Pension aufbessert. Naja, 9 Millionen, Wahnsinn. Geschlechtsverkehr ist, glaube ich, im Grunde wie Fußball. Jeder macht es, aber nur die Besten machen richtig Asche damit. Oder war es doch der Stäuber? Naja, egal. Sollten auch Sie in diesem Jahr viel Geld verloren haben, sprechen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich einen Milliardär an oder eine Milliardärin. Das ist die moderne Form der Revolution. Wenn die herrschende Klasse nicht beseitigt werden kann, dann muss man sie eben beschlafen. Ihr das Geld aus den Geschlechtsorganen saugen. Das ist doch mal eine Perspektive für die kommende Wirtschaftskrise. Wo die Schere auseinandergeht, da sollten doch auch die Beine. Ich meine, also komm.
Eine Weltfinanzkrise. Wer hätte das für möglich gehalten, noch Anfang des Jahres? Wie geht das überhaupt, dass eine Bank kein Geld mehr hat? Ich meine, wenn eine Bank an Geldmangel eingeht, das ist ja wie wenn ein Getränkehändler verdurstet. Ja, das hält man ja gar nicht für möglich. Wie geht das? Und ich kann es Ihnen, glaube ich, sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Und es ist also so, nehmen wir mal an, Ihr Getränkehändler wäre eine Bank. Dann würde er 1000 Kästen Bier verkaufen, hat aber nur 100 da und hofft, dass die Kunden nicht gleichzeitig kommen. Das nennt man virtuelle Wirtschaft, wenn der Bierkasten quasi nur als Luftbuchung existiert. Ja. Wenn alle gleichzeitig saufen wollen, dann ist die Krise da. Man fragt sich wirklich, wo sind eigentlich die großen Unternehmer, die in Krisenzeiten wissen, was zu tun ist? Franjo Poth. Und dieser Mann sollte uns allen Hoffnung machen. Selbst wenn man völlig pleite ist, kann man sein Leid immer noch in Champagner ertrinken. Und seine Frau durch die Talkshows schicken, wo sie ihr Schicksal ja mit einer Würde trägt. Das muss man auch mal sagen. Wo wir gerade bei Familie Poth sind, da kam neulich eine gute Nachricht von der EU. Krumme Gurken sind in Europa wieder zulässig. Ja, da sind die Gemüsenormen irgendwie abgeschafft worden. Da habe ich begriffen, deswegen ist Franjo noch draußen. Auch Melonen und Aprikosen und alles. Alles darf einfach wieder wachsen, ohne dass von der EU einer vorbeikommt. Mit der Bananenkrümmungskommission. Das ist doch mal was. Gemüsenormen abgeschafft. Auch ein Verlust in diesem Jahr. Die Tomaten dürfen wieder Tomaten enthalten. Ja, Sie lachen nicht. Das ist für Holland eine Katastrophe. Aber ich finde, selbst wenn am Ende des Jahres vielleicht alles zusammenbricht, ja, den Poths geht's gut und das ist schön. Und das sollte uns Mut machen. Familie Poth zeigt uns, eine Finanzkrise muss keine Folgen haben. Man muss die Verluste nur anderen überlassen. 19 Millionen war es. Das kann passieren. So ist das mit dem Geld. Plötzlich ist es weg. Oder ich meine, komm, wer von uns will da den ersten Stein werfen? Ist nicht jeder von uns schon mal in die Küche gekommen morgens? Und hat gedacht, Mensch, da lagen doch gestern noch 19 Millionen, wo sind sie, weg. Es ist so viel weggekommen dieses Jahr. Es war das Jahr der Verluste, auch menschliche Verluste. Wer ist nicht alles von uns gegangen? Beziehungsweise der Familie Flick ist sogar eine Leiche, haben die verloren. Das ist ja schlimm. So einen Fall gab es ja schon mal, vor 2000 Jahren in Jerusalem. Ich bin mir sicher, der taucht wieder auf. Also, ja. Furchtbar, ne? Ja. Aber da sieht man auch mal so ein bisschen, wo Deutschland steht, oder? Ich meine, in Somalia macht man Millionen mit Supertankern, Bei uns klauen sie Leichen. Das ist schäbig. Das hat auch keine Zukunft. Das war bestimmt irgendein verzweifelter Investmentbanker. Ja, das sind doch arme Schweine, sind das doch. Gibt es eine Statistik, wen wollen sie nicht in ihrer Nachbarschaft haben? 3/4 der Menschen sagen indessen, keine Investmentbanker bei mir nebenan. Also sind Investmentbanker in der Statistik indessen vor den Politikern. Und dahinter kommen weit abgeschlagen Henker und Schafschänder. Deswegen hier ein Appell an Ihre Menschlichkeit. Wenn es in Ihrem Wohngebiet streunende Aktienhändler gibt, bitte fahren Sie vorsichtig. Ich habe einen Aufkleber auf meinem Wagen, da steht drauf, ich bremse auch für Wertpapierberater. Und denen, die beim DAX von 7800 ihrem Bankheini geglaubt haben, als er sagte, da ist noch Spiel nach oben. Bringt nichts, wenn Sie den Mann jetzt erschießen. Der Mann braucht Trost. Schenken Sie ihm doch einfach mal eine Kreuzfahrt ans Horn von Afrika. Wenn Sie sich das Lösegeld teilen, haben Sie wieder was raus. Haben Sie selber gelitten unter der Finanzkrise? Dann interessiert Sie vielleicht folgender Tipp. Sollten Sie vorhaben, sich mittelfristig zu erschießen, es gibt jetzt Firmen, die statten einem die Grabstätte mit Telefon aus. Das ist kein Scherz. Ja. Da können Sie die Kursentwicklung weiterverfolgen.
Das Produkt heißt Telefonengel. Das gibt's wirklich, ist kein Scherz. Das Gerät wird im Grab mit versenkt. Und als Hinterbliebener wählt man die Nummer von dem Ding. Und nach kurzem Klingeln kann man dann mit dem Verstorbenen sprechen. Beziehungsweise nachfragen, ob er noch da ist. In der Praxis zeigt sich, das Gespräch ist oft sehr einseitig. Ich glaube, richtig nervös wird man, wenn besetzt ist. Ja. Komm, egal, wir wollten ja positiv zurückblinken, heiter, ne? Das vergesse ich immer so ein bisschen. Ich komme immer auf Themen, ne? Naja. Es war ja eigentlich kein schlechtes Jahr. Ne? Das Schlechte kommt ja noch. Ja? Dieses Jahr, das war die gute alte Zeit von morgen. Ja? Es gab hohe Verluste, aber das ist ja die gute Nachricht. Wir hatten noch was zu verlieren. Nicht? Ob das Ende nächsten Jahres, weiß ja keiner, wie das wird. Nicht? Ob die Banken wirklich überleben, ist ja noch nicht durch alles. Nicht? Oder Opel, nicht? Das wird ja teilweise nur noch künstlich am Leben gehalten. Opel, nicht? Ist auch eine ethische Frage. Wie lange hält man einen Sterbenden da? Nicht? Sterbehilfe war ja ein großes Thema dieses Jahr. In der Schweiz zum Beispiel kann man sich ja für Geld um die Ecke bringen lassen. Nicht? Und selbst dafür reicht bei Opel das Geld nicht mehr. Ja. Zahlen fürs Sterben, das sind schon wirklich, also das sind ja Auswüchse. Nicht? Aber naja, die Frage ist, wie lange sollte man einen Betrieb wie Opel künstlich beatmen? Ne, wie kann eine Firma wie Opel überhaupt, ich meine, das ist doch ein Traditionskonzern. Die haben 1863 haben die angefangen mit Nähmaschinen. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem. Da kann man nicht einfach Räder drunter machen. Ja. Ernst, wie kann ein Konzern wie Opel, der so tolle Autos herstellt, nicht so hier, so, guck mal, nicht, das ist doch, ja gut, es ist nicht toll, aber doch fahrbar, nee, teilweise, nee, wobei. Ein Auto ist ja mehr als ein Verkehrsmittel. Und das ist das Problem von Opel. Ein Auto ist eben ein Statusobjekt, ein Fetisch, ein Traum. Ich meine, wann haben Sie das letzte Mal von einem Opel Astra geträumt? Ich im Oktober. Ja. Und ich bin schweißnass aufgewacht. Ja, das war das Jahr der Verluste. Nicht nur bilanztechnisch. Ganze Firmen haben wir doch verloren. Nokia weg Anfang des Jahres nach Rumänien. Und der Aufregung nach zu urteilen, haben sie ganz Bochum mitgenommen. Was ist jetzt da, wo früher Bochum war? Ne? Recklinghausen wahrscheinlich. Ne? Alles weg, alles geht runter. Ne? Selbst die Arbeitslosenzahlen, das ist doch traurig. Die Produktion von Arbeitslosen ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Da haben wir bald den Stand der DDR erreicht. Aber die hatten wenigstens noch eine Mauer, Minenstreifen, Stasi, Überwachung. Nee, was haben wir? Lidl. Mitarbeiterüberwachung, das ist doch kläglich. Nee. Das hier, das ist der Lidl in Berlin-Mitte. Nee. Das ist nicht schön. Nee. Muss das denn sein? Gucken Sie mal, von den Ladendiebstählen in Deutschland werden 2/3 von Kunden begangen. Und nur 1/3 von Mitarbeitern, da könnte man wirklich mehr Vertrauen haben, oder? Es wird ja geklaut wie die Sau, ne? Ja. Alles kommt weg, nicht? Aber ein Trost ist, manches kommt ja auch wieder. Ja. Britney Spears zum Beispiel. Ne? Die hat ja Anfang des Jahres den Verstand verloren. Und irgendwann im Herbst, ne, macht's puff und da ist er wieder, nicht? Das ist. Nee, die Suche hat ein paar Monate gedauert. Nee. Ja, finden Sie mal was, was so klein ist. Nicht? Das ist ja, nee, wie eine Kontaktlinse. Ja, aber. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Man darf nie aufgeben. Nee. Selbst wenn die Lage noch so hoffnuslos ist. Nee, man kennt das doch. Es nee, gibt ja so Zeiten, wo man denkt, jetzt geht gar nichts mehr. Man ist unzufrieden mit sich, man ist klein und irgendwie schäbig. Ja, und man tut schon alles, um sich größer zu machen. Zieht hohe Schuhe an und prahlt rum und macht auf Napoleon, dass schon alle über einen lachen. Nicht? Und man denkt, jetzt geht nichts mehr. Nicht? Und plötzlich hat man aber die rettende Idee. Man sagt sich, komm, ich heirate Carla Bruni. Schon ist man wieder der Liebling der Boulevardpresse. Ja, so einfach kann es gehen. Oft. Ne? Ist auch wunderbar. Nicht? Die Fotos, wenn sich die beiden in die Augen blicken. Nicht? Er um Bierkasten, sie kniet.
Schon schön. Ne? Hoffentlich hält das. Ne? Man weiß ja, wie es ist, gerade bei Prominenten. Ne? Man glaubt, das hält ewig. Nicht? Und dann sind die ersten 3 Wochen rum. Ne? Und ne? Boris Becker. Ne? Im Sommer die große Verlobung. Nicht? Wer hätte da nicht gedacht, das ist jetzt aber mal was fürs Leben. Im Herbst waren sie schon wieder auseinander. Ja, da hat wahrscheinlich wieder irgendjemand eine Besenkammer offen gelassen. Ne? Gut, das ist halt so bei Boris. Ne? Wenn der in der Nähe ist, da holt man besser die Kinder ins Haus. Ja? Und am besten auch den Hund. Ne? Zur Sicherheit. Ne? Naja. Haben sich überhaupt viele getrennt, finde ich. Oder Madonna hat sich getrennt, Amy Winehouse hat sich getrennt, Veronika Ferris hat sich getrennt. Ne? Da sind ja auch jetzt die großen deutschen Stars alle auseinander. Veronika Ferris, Boris Becker, die könnten sich doch zusammentun. Das wäre doch mal was. Ja? Die großen deutschen Schauspieler. Nee, Boris, nee, haben Sie ihn gesehen in seiner großen Rolle damals in der Pokerwerbung? Nee, das war ja, boah, nee. Der mit Veronika Ferris, die deutsche Walküre Nummer 1, das wäre doch was. Nee, das würde ich mir wünschen, dass die mal einen Film zusammendrehen. Irgendwas, so was Urdeutsches, die Nibelungen. Ja. Nee, der Kleiderschrank als Siegfried und Boris als Brunhilde. Nee, das wär's doch. Nee. Aber, naja. Es ist schon ein bisschen deprimierend, dass alle Beziehungen auseinanderbrechen, oder? Aber ich glaube, wenn man reich und berühmt ist, dann will man das ja auch genießen. Immer nur sauber, man macht ja auch keinen Spaß. Der Jörg Haider zum Beispiel in Österreich, der Alpenführer. Der Saubermann schlechthin, ja, fällt mitten in der Nacht besoffen aus der Schwulenkneipe raus und brettert dann hackebreit mit 140 in den Wald. Ja, so ist das mit den Saubermännern. Man kann noch so sauber sein, ab und zu kommt man vom rechten Wege ab. So ist der Mensch. Nee. Ja, nee, da muss man, ja. Nee, da muss man sich nicht aufregen. Im Moment regen sich ja wieder alle auf über den Menschen. Ja, der Mensch ist schlecht und so. Nee. Und er ist gierig. Nicht? Das war ja eine ganz schlimme Erkenntnis des Jahres 2008. Der Mensch ist gierig. Nee, habe ich ganz oft gehört. Gierig. Oh. Nee, beziehungsweise nicht der Mensch, der Reiche. Der Arme ist ja nicht gierig. Nee. Wenn Sie einem Armen eine Million vor die Türe legen, dann wird er sagen, oh ja, muss nicht sein. Nee. Aber der Reiche, der greift zu, nicht? Weil Gier eine Unart der Reichen ist. Klaus Zumwinkel zum Beispiel. Nicht? Erinnern Sie sich noch an den? Nee? Klaus Zumwinkel war Chef der Deutschen Post und soll über 1 Million Euro an Steuern hinterzogen haben. Das ist doch, komm. Nee. Da waren sich auch alle einig. So sind sie eben. Die Reichen, nicht? Da waren die Leute also zu Recht aufgebracht, fand ich. Nicht? Ich habe das ja erlebt, da habe ich im Restaurant gesessen und neben mir war so einer am Nebentisch, nicht? Der hat sich richtig aufgeregt. Die Sau, Steuerhinterziehung, das ist ja asozial. Nicht? Und währenddessen füllte der die Restaurantquittung aus und fragte seine Frau, wen trage ich ihn heute mal ein? Das sind natürlich andere Dimensionen, klar. Aber die Frage ist, ab welchem Betrag ist Steuerbetrug asozial? Sollte man da nicht mal einen Freibetrag einführen? Ja, ich meine. Ich meine das ganz ernst, weil viele Menschen ja finanziell gar nicht in der Lage sind, die Steuer angemessen zu bescheißen. Richtige Gier muss man sich erst mal leisten können. Aber die Reichen, ich muss jetzt mal eine Lanze für die Reichen brechen. Paul McCartney zum Beispiel, steinreich. Aber macht Geld auch glücklich? Ja, natürlich macht Geld glücklich, wenn man nicht mit Heather Mills verheiratet ist. Der arme Paul McCartney, ja, 25 Millionen Pfund hat in die Scheidung gekostet. Von Heather Mills, schlimm. Ne? Na ja, komm, ich sag mal, besser als ein Bein ab. Ne? Naja, ne. Das ganze Geld, ich meine, es nützt doch nichts, wenn alles vor die Hunde geht. Nicht? Wenn zum Beispiel die Klimakatastrophe kommt. Nicht? Das trifft ja auch gerade die Reichen, wenn der Meeresspiegel steigt. Nicht? Im Moment war es ja besonders stark, nicht? Denn der Nordpol war ja eisfrei im Sommer. 2,5 Millimeter Anstieg des Meeresspiegels haben wir momentan pro Jahr. Da baut man sich ein Haus am Meer und kaum 1000 Jahre später, nicht? Ist das 100 Meter vom Strand entfernt. Nicht? Und zwar seewärts, das ist scheiße. Nicht? Komm.
Wobei es jetzt ja auch wieder ganz andere Stimmen gibt. Das habe ich gelesen, da waren in so einer Wochenzeitschrift bei uns, waren zwei Fotos abgebildet von der Sonne. Eins mit ganz vielen Wirbeln und so. Und eins, wo alles ganz glatt ist, wo die Sonne ganz ruhig ist und keine Eruptionen und so. Und das eine war von vor 10 Jahren und die ganz ruhige Sonne, das ist die heute. Da gibt es Forscher, die warnen, die Sonnenaktivität würde nachlassen, es käme eine neue Eiszeit. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, du musst was tun. Ich bin den ganzen Tag um Block gefahren. Ja. Ob es was gebracht hat. Ja, aber so ist es eben heute. Eine Nachricht, die sich verkaufen soll, muss mindestens, sagen wir mal, den Weltuntergang verkünden. Ne, sonst kauft doch keiner mehr den ganzen Dreck. Sonst schaltet doch auch keiner mehr ein oder so. Unter Armageddon geht doch heute gar nichts mehr. Wenn heute einer 100 Meter in 9,7 läuft, das wäre noch vor einem halben Jahr, wäre das ein Sensationsrekord gewesen. Heute würde man sagen, zu spät, du Loser. Was bleibt zum Beispiel von Olympia in Erinnerung? Doch nur das Extrem, ja, die größte Eröffnungsfeier, der schnellste Sprinter, der Medaillenrekord. Nicht? War natürlich auch beeindruckend, nicht, was sich da abgespielt hat. Ich war ja selber da und habe es mir angeguckt. Hier, schauen Sie mal. Olympia in China. Ja, der Chinese freut sich. Ja, Ni Hao auch. Wenn Leute zu Besuch kommen. Das hier zum Beispiel, das sind Olympioniken. Ich glaube, das ist das dänische Team im 100 Kilometer Sitzen. Viele waren ja im Vorhinein skeptisch, was die Menschenrechte angeht. Aber Menschen, Menschen, Menschen. Ja, ich bin ja mehr so der Hundefreund. Ja, die Hunde haben sich ja wahnsinnig gefreut über Olympia. Die sind ja extra von der Speisekarte gestrichen worden. Dass der Chinese so flexibel ist, das hätte ja vorher auch keiner gedacht. China im Jahr 2008 ist ein wehrhaftes Land. Man trägt gern Uniformen in allen Farben und Formen, demonstriert Staatsmacht. Ab und zu wird auch mal einer weggesperrt. Aber der Chinese kennt das nicht anders und ist deshalb gern Chinese. Stolz trägt er die Landesflagge vor sich her. Und er kümmert sich auch nicht darum, wie die Ausländer das finden. Er weiß einfach, irgendwann laufen wir Europäer sowieso nur noch hinterher und sehen den Chinesen nur noch von hinten. In China feiert man unbeschwert Olympia und versteht auch nicht ansatzweise, warum die ganze Welt meckert. Die Welt versteht China offenbar nicht. Das liegt natürlich auch an diesen komischen Buchstaben. Da habe ich was verstanden gerade. 1420. Nee, das, ja, Zahlen schreiben sie genauso wie wir. Nur weiß auf schwarz. Nicht rot, wie bei uns. 1645 war eben. Nee, habe ich auch gesehen. Nee, oder das hier, das verstehe ich auch. Ja. Ökonomisch ist China links im Westen angekommen. Da sollte man sich besser gut stellen. Auch mit den Ordnungshütern. Die gucken sehr ernst, aber sind teilweise auch ganz nett. Wenn sie nicht gerade foltern. Chinesen sind Patrioten. Alle laufen mit Landesflagge auf der Backe rum. Und freuen sich, dass die Welt mal reinschaut. Ja, hallo. Nee. Nicht nur auf Werbeplakaten, sondern auch in Wirklichkeit. Nee. Die meisten sind ganz freundlich. Meine Fresse. Oder der hier. Nee, der sieht ja auch nicht wirklich aus wie die personifizierte gelbe Gefahr. Aber wer weiß. Die chinesische Bevölkerungszahl ist ja erstaunlich stabil. Weil die Regierung die Anzahl der Kinder beschränkt hat. Ja, das ist ja toll, sowas wäre ja bei uns gar nicht möglich. Nicht? Ja, bei uns darf sich ja jeder fortpflanzen, wie er will. Also, nicht? Die Mutter von Sarah Connor, ich meine, die hat doch jetzt auch noch, ich meine, wie alt war die? Das ist doch, wer macht sowas? Die Eröffnungsfeier wird überall auf Leinwand übertragen und der Kommentar ist im chinesischen Fernsehen eigentlich auch viel besser zu ertragen. Der Staatschef freut sich, das Volk auch, dann knallt's nochmal so richtig und zischt. Nee. Und dann sieht man's doch noch, nicht? Da, ganz ohne Marsch und Militär geht's bei solchen Veranstaltungen nie. Ja, aber das ist in Amerika oder in Takatuga-Land auch nicht anders. Dann schwört man den Olympischen Eid, dass man immer fair und ohne chemische Kampfstoffe in der Blutbahn und so weiter, alles sehr pathetisch, aber so ist ja Olympia. Der Chinese selbst ist eigentlich viel lockerer. Trifft sich im Park, zur Musik machen, tanzen, singen, hier am Himmelstempel. Und da kann man als Europäer gar nicht anders. Man muss einfach mitmachen. Den Text hat man schnell drauf. Und schon ist man ein Chinese der Herzen. Ni Hao.
Ja, ich finde ja, bei Olympia konnte man ganz gut sehen, wo Deutschland heute steht. Ne? Statistisch gar nicht schlecht, so was den Medaillenspiegel angeht. Fünfter, immerhin. Ne? Aber man muss sich auch fragen, wo haben wir die Medaillen geholt? Ne? Im Kanufahren. Und warum? Weil die anderen längst Motorboote haben. Ne? Wir waren nicht so schlecht jetzt, ja, aber die herausragenden Leistungen haben doch andere gebracht. Ne? Michael Phelps, 8-mal Gold, 8-mal Weltrekord, Usain Bolt, 100 Meter in 9,69. Ne? Das war schon. Und wer wird erwischt? Unser Pferd. Mann, Mann, Mann. Und nicht mal gewonnen, der Klepper. Nein. Das war schon bitter. Nein, also. Michael Phelps war ja der Star der Spiele, muss man schon sagen. Nicht? Wahnsinn. Wobei, ich meine, dass er das so, also das liegt natürlich auch schon an diesen Anzügen, die da jetzt da, die haben ja diese hautengen Anzüge, nicht? Wo die nach dem Rennen immer so beim Interview stehen, so. Nein, kein Wunder, dass sie so schnell schwimmen, die wollen da raus. Nein. Kriegen kaum Luft in den Dingern. Ne? Gut, da müssen sie weniger atmen. Ne? Britta Steffen hat ja bei ihrem Sieg über 50 Meter nicht einmal geatmet. Die schwimmt das durch. Ne? Ich meine, das habe ich mir schon gedacht, dass man zum Schwimmen nicht groß Sauerstoff im Hirn braucht. Ne? Aber ich dachte, in den Muskeln wenigstens. Oder? Aber na gut, wer weiß, was die da verbrennen. Nicht? Die laufen ja alle da irgendwie auf Methylalkohol. Ich weiß es nicht. Naja. Außerdem stehen die Sieger teilweise auch noch gar nicht endgültig fest. Ne? Weil der Sportler ja chemisch immer ein paar Jahre voraus ist. Wenn die dann in ein paar Jahren mit den Untersuchungsmethoden hinterherkommen, ne, da werden ja tausende Liter Urin gelagert beim Olympischen Komitee. Ne? Kein Scherz. 8 Jahre wird die Pisse da gelagert. Ne? Im Keller. Ne? Barrik. Ja. Tja. Ja, Mann. Bei jeder Untersuchung geht wieder irgendjemandem die Medaille flöten. Nicht? Bei jeder Verkostung. Nicht? Da. Nicht? Da hat sich mancher Vierte super gefreut, weil er dachte, na gut, das wird noch. Ne? Ja. Aber egal, komm, insgesamt gesehen waren wir nicht so schlecht. Wir haben teilweise Gold geholt, wo auch keiner mit gerechnet hat. Ne? Aber auch natürlich haben wir auch schon versagt, wo wir traditionell eigentlich gut sind. Schießen zum Beispiel, nicht? Waren wir früher besser. Fehlt uns vielleicht auch die Übung. Nicht? Da sind wir im Winter besser. Nicht? Biathlon, Schießen und Weglaufen, das können wir, das haben wir drauf. Nicht? Das, ja. Wo wir früher auch besser waren, war, glaube ich, Ringen. Nein, gut, das ist jetzt nicht so mein Ding, muss ich dazu sagen. Das gucke ich mir nicht an. Wenn Männer versuchen, sich gegenseitig in der Achselhöhle zu ersticken, nicht? Das ist nicht schön. Nicht? Aber dafür waren wir, wo wir richtig gut waren, war Fechten. Da waren wir ja mal wieder. Nicht? Ich meine, ich weiß ja, ich habe es mir sagen lassen, weil ich habe das nicht verstanden. Ich habe das geguckt und so und ich weiß dann nie, wer getroffen hat. Wenn die da so rumstochern, nicht? Da und plötzlich schreit einer, ja. Nicht? War früher auch interessanter, fand ich. Nicht? Ja, wusste man noch. Nicht? Ja, wusste man Bescheid. Nicht? Wusste man. Treffer ist, wenn unten Blut aus der Rüstung läuft. Feier! Ne? Wobei, bei meinem Lieblingssport bei diesen Olympischen Spielen war ja Dressurreiten. Ne? Und nicht wegen der Pferde. Aber der Reporter war super. Jetzt muss ich das leider sagen, wir sind ja hier beim ZDF, aber es ist bei der ARD ist super. Wirklich. Haben Sie es gesehen? Ne? Der immer so. Der hat sie nicht mehr. Aber der ist, ja, der ist super. Der ist, wie der berichtet, so traumhafte Momente. Glanzlichter des Pferdesports. Nicht? In dem Ton, wirklich. Schöner kann der Tanz mit dem Pferd nicht aussehen. Ich glaube, da habe ich das erste Mal gedacht, was nimmt der? Das ist doch. Augenblicke des Glücks, die man nie vergisst. Ich glaube, es ist der einzige Sport, wo der Moderator gedopt ist. Ich dachte,
was macht der da, was ist das? Und dann wusste ich plötzlich, was der da treibt, weil er sich nämlich verraten hat. Also er sagte, wörtlich hat er gesagt, Bonaparte. Wundervolle Entspannung im Schritt. Da dachte ich, Respekt. Ne? Und dabei kommentiert er noch. Ne? Die Russen haben nicht viel geholt bei diesen Olympischen Spielen für ihre Verhältnisse. Ne? Die waren anderweitig beschäftigt während der Olympischen Spiele in Georgien. Ne? Die haben die Kräftigsten im Kaukasus zusammengezogen. Ne? Weil Plündern und Brandschatzen keine olympischen Sportarten sind. Ne? Wobei, zur Erinnerung, es ist teilweise nicht richtig rübergekommen im Sommer. Georgien hat angefangen. Ne? Das war nicht so schlau von Herrn Saakaschwili. Wenn ich mit einem im Aufzug stehe, der vier Köpfe größer ist und eine Maschinenpistole hat, dann beginne ich das Gespräch nicht mit dem Satz, du siehst scheiße aus. Und trete ihm dann noch in den Unterleib. Das ist taktisch ungeschickt. Ja, ja, das war... Ja. Da waren die Russen nämlich beleidigt. Ja. Und die Reaktion war jetzt für westliche Begriffe, sagen wir mal, vergleichbar mit der Politesse, die sagte, ich musste ihn erschießen, er stand im Parkverbot. Nein. Der Russe neigt zu radikalen Lösungen, wie der Chinese übrigens auch. Da sind wir Europäer immer schnell entsetzt. Dabei war das bei uns nicht anders vor 300 Jahren. Bei uns hat sich das Mehrparteiensystem ja auch erst ganz langsam durchgesetzt. Dieses Jahr übrigens sogar in Bayern. Landtagswahlen. Und Wahnsinn, plötzlich richtig, das grenzt ja an Demokratie. Mitten in Bayern. Wer hätte das für möglich gehalten? Plötzlich merkt der Wähler, ja, da gibt es ja noch andere Parteien. Plötzlich hat die CSU nur noch 43%, muss in eine Koalition, das muss man sich mal vorstellen. Die CSU muss mit Fremden reden. Wie mit Menschen. Auf gleicher Augenhöhe, das gibt's doch gar nicht. Ja, was ist da los? Die SPD schafft die 5%-Hürde in Bayern. Und der SPD-Vorsitzende Franz Mager triumphiert und sagt, hier bei uns im ZDF, ein Höhepunkt für mich, sagte er, es gibt jetzt die Chance, eine Regierung ohne die CSU zu bilden. Da sieht man allerdings, dass Politik durch Alkohol allein nicht zu ersetzen ist. Also das ist, ja, das ist in dem Rausch, nicht? Das... Aber eigentlich war die Bayernwahl in diesem Jahr der erste Punkt, wo man dachte, oh Mann, die Welt ist durcheinander. Nee. Und am Ende bricht dann eben das Weltfinanzsystem zusammen. Man weiß ja gar nicht, ob das nicht alles sogar zusammenhängt. Das ist ja die Globalisierung. Das geht von der Wall Street über Hongkong bis nach Oberammergau. Plötzlich ist Island pleite. Island, wo man gar nicht wusste, dass die Geld haben. Ich dachte, da wohnen Feen und Hobbits. Ja. Oder Ungarn pleite. Was macht man da jetzt mit? Da kann man nicht einfach ein Loch machen. Das kostet auch Geld, die ganzen Bagger und so. Nicht? Das, nicht? Schlimm, nicht? Oder? Nicht? Aber gut, es ist natürlich am Ende des Jahres auch Hoffnung. Nicht? Obama ist da, der Messias, alles wird gut. Nicht? Da glaube ich schon dran. Auch die Klimaerwärmung, das ist alles kein Thema mehr. Obama ist ja da. Nicht? Wenn der Meeresspiegel steigt, dann taucht Obama, zieht den Stöpsel raus. Nicht? Kein Thema. Nicht? Klimaerwärmung war ja am Jahresanfang war das ja noch ein Riesenthema. Nicht? Seit der Finanzkrise, komm, egal. Nicht? Wenn der Meeresspiegel steigt, nicht? Hauptsache der Benzinpreis bleibt unten. Nicht? Der war ja teilweise auch nicht. Und was das dann mit sich bringt alles, meine Fresse. In Anatolien sind viele Bauern wegen der Spritpreise wieder auf Esel umgestiegen, weil die sich das gar nicht mehr leisten konnten da mit dem Trecker. Nicht? Die Folge? Der Eselpreis in Anatolien, kein Scherz, stieg Mitte des Jahres um 100%. Kein Scherz, das ist wirklich wahr. Das ist Globalisierung. In China kauft einer Öl und in der Türkei steigen die Eselpreise. Das ist... Ne? Ja, das ist... Jetzt ist der Benzinpreis wieder unten, jetzt steht man da mit seinem Esel. Ne? Klimatechnisch ist er auch nicht besser als ein Auto. So ein Esel furzt Methangas.
Ganz schlimm, nicht? Heute hängt ja alles global zusammen. Das ist ein Wahnsinn, nicht? Dass der Eselpreis jetzt wieder sinkt, das liegt im Grunde an der Finanzkrise. Können Sie die Esel eigentlich gleich an der Wall Street handeln? Nicht? Heute kriegen Sie in Anatolien, wenn Sie einen Esel kaufen, kriegen Sie einen Opel Astra mit dabei. Alles. Aber ich finde, man sollte auch das Positive nicht aus den Augen verlieren. Es hat so tolle Sachen gegeben. Auch wirklich tolle Nachrichten in diesem Jahr. Zum Beispiel Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel haben in diesem Jahr den Realschulabschluss geschafft. Man weiß nicht, über wen das mehr aussagt. Über Tokyo Hotel oder über unsere Realschulen. Bei PISA waren wir ja wieder nicht so gut. Nicht so schlimm wie früher, muss man auch mal sagen. Bremen ist teilweise alphabetisiert worden. Und in Rheinland-Pfalz arbeiten die Abiturienten jetzt schon mit richtigen Konsonanten. Nicht beim Sprechen, aber beim Schreiben. In Nordrhein-Westfalen waren die Lehrer wieder mal zu dämlich, um die Abituraufgaben fehlerfrei zu stellen. Muss man aber verstehen. Gucken Sie mal, bei vielen Lehrern ist das Abitur so lang her. Lehrer haben es auch nicht leicht, nicht? Aber es gibt Länder, da klappt es nicht. Bayern zum Beispiel, ja, wobei Bayern nicht mehr Erster ist. Erster ist Sachsen. Was meines Erachtens daran liegt, dass Deutsch da als Fremdsprache gewertet wird. Ich glaube sowieso, die wichtigen Sachen lernen unsere Schüler ohnehin nicht in der Schule. Komm, nicht? Die stehen immer noch in der Bravo, oder? Dass die Mädchen die Kinder kriegen. Normalerweise, außer in Amerika, nicht? Ja, das ist Thomas Beatty, der hat in San Francisco als Mann ein Kind zur Welt gebracht. Ne? Gut, das wundert hier in Köln nicht wirklich jemanden. Also das, ne? Das hat Michael Jackson nicht hingekriegt, oder? Nein, er ist mittlerweile auch zu alt. Der ist ja dieses Jahr 50 geworden, Michael Jackson. Ich finde, in dem Alter sollten Männer auch keine Kinder mehr kriegen. Also 50 Jahre. Ne? Übrigens genau wie IKEA. Auch 50 Jahre. Die beiden haben sowieso viel gemeinsam. Ja, vieles wirkt nicht fachgerecht zusammengeschraubt. Ja. Naja. Ich finde, ja, es ist wirklich so, irgendwie wirkt Michael Jackson auf mich wie ein Sinnbild der Weltfinanz. Ja, lange Zeit faszinierend und plötzlich zerfleddert das alles. Ja. Die ganze westliche Kultur zerfällt. Steht ja auf der Kippe. Viele fragen schon, gibt es einen dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus? Nee, natürlich gibt es den. Und viele werden ihn gehen müssen. Wer bei VW-Aktien bei 1000 Euro eingestiegen ist, dem bleibt im Grunde nur noch der Buddhismus. Verleugnung aller Bedürfnisse und warten auf das nächste Leben. Ja. Für viele ist ja auch natürlich die Staatswirtschaft wieder ein Thema. Sogar in den Chefetagen unserer Banken rufen alle plötzlich nach dem Staat. Ne, der soll sich beteiligen und so. Da sitzen ja offenbar lauter Kommunisten. Ne. Die Linkspartei fordert gleich die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien. Ne, die Logik der Linkspartei habe ich so verstanden. Ich glaube, sie sagen sinngemäß, wir haben die DDR versenkt und jetzt ihr den Westen, jetzt sind wir wieder dran. Ist was dran an der Logik. Ne? Obwohl da immer noch ein kleiner Unterschied ist. Bei uns ist vielleicht die Finanzwirtschaft am Ende, aber es gibt immer noch Wandfarbe zu kaufen. Oder Bananen auch. Ne? Solange es noch Bananen gibt, sollte man da schon noch einen Unterschied machen, finde ich. Ne? Obwohl ich es auch lustig finde, dass die jetzt die DDR damals runtergewirtschaftet haben, dass die uns jetzt gute Ratschläge geben. Ja? Gut, man kann es natürlich einfach mal probieren. Ne? Wir sollten versuchen, die ernst zu nehmen. Vielleicht sollten wir den Sozialismus einfach nochmal neu anfangen. Ne? Viele fanden die DDR ja gemütlich. Ja? Das Problem wird sein, wenn der Westen praktisch zum alten Osten wird. Wer schickt dann Kaffee und Schokolade? Denn da ist ja kein Westen mehr, beziehungsweise einen Westen wird es natürlich immer geben, weil die Erde ist ja keine Scheibe, sondern eine Münze, beziehungsweise, nein, Quatsch, eine Kugel. Ne? Und wenn der Westen immer weiter rumrutscht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Chinese Pakete schickt. Da wird es dann auch keine Sonderläden mehr geben, wo sich die Kader der Linkspartei mit Westwaren versorgen können. Ne? Obwohl, ich glaube, ein Gregor Gysi wird sich immer Westwaren leisten können, egal in welchem System er gerade lebt. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen.
naja, dann nehmen wir auch nicht mehr teil an der Globalisierung, wenn das alles so kommt, wie die das wollen. Dann wird alles abgeschafft, nicht? Das könnte allerdings gefährlich werden, wenn wieder jeder sein eigenes Ding macht. Denn die Globalisierung rettet uns ja gerade das Leben. Das haben viele noch gar nicht bemerkt, oder? Nicht? Früher waren solche Krisen, in denen es um Billionen geht, niemals friedlich ausgetragen worden. Nicht? Vor der Globalisierung hat man die Welt noch militärisch aufgeteilt. Und heute gehört den Chinesen halb Europa und den Russen gehört Chelsea London und den Saudis gehört der Hafen von New York. Nee, da macht es keinen Sinn, mit Bomben zu werfen. Da setzt man sich an den Tisch und löst die Probleme. Diese Krise ist die erste Weltkrise dieser Größe in der Geschichte der Menschheit, die friedlich durchgestanden wird. Und wer dagegen Globalisierung ist, der hat sie meines Erachtens nicht mehr alle. Nee. Natürlich wird es auch in der Globalisierung weiter Konflikte geben, nicht? Aber mehr so am Rand. Nicht? Georgien gegen Russland oder Ballack gegen Bierhoff. Nicht? Das war ja am Rande des Krieges. Nicht? Hier, da. Das war ja direkt nach dem verlorenen Endspiel gegen Spanien bei der EM. Nicht? Da kann man sehen, nicht? Ballack wird nicht gerne Zweiter. Nein. Und Bierhoff unterhält sich, glaube ich, auch nicht gern mit Fußballern. Die sind ihm zu ordinär. Nicht? Was Ballack zu ihm gesagt hat, wissen Sie? Angeblich ja Pisser und Obertucke. Ja, und ich glaube, Kurani geht gerade durch den Kopf. Moment mal, das war doch ich. Pisser und Obertucke. Bis heute ist meines Erachtens nicht geklärt, was daran falsch ist. Ich meine, ein Pisser ist doch, also, ich habe einige Schulkameraden, die haben mit dem Pissen schon Probleme. Also, wer es kann, gratuliere. Ja? Und Obertucke, ich meine, das ist doch kein Vorwurf. Nicht? Also, die Tucken, die ich kenne, das sind sehr kultivierte Leute, ganz nett. Naja, was Bierhoff geantwortet hat, weiß man nicht. Hier, nicht, da. Angeblich soll er gesagt haben, egal, muss man sich denn immer streiten, nicht? Es war ja sowieso so viel Streit dieses Jahr auch, nicht? In der SPD zum Beispiel, nicht? Ewig dieser Streit da in Hessen, in Berlin, nicht? Kurt Beck zum Beispiel, nicht? Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an ihn, nicht? Beleidigt, dann gehe ich halt, nicht? Dieser Mann war mal die Hoffnung der SPD, der Obama von Mainz, nicht? Weg, nicht? Gut, er ist nicht ganz weg, er ist ja noch da teilweise in Mainz, nicht? Aber in Berlin, ich muss sagen, mir fehlt er so ein bisschen. Ja, ich habe ihn mal kennengelernt bei einer Rheinschifffahrt. Das ist eigentlich ein ganz netter Kerl, hier, da. Ja, ne? Tat mir richtig leid, nicht? Wie er da plötzlich vor der Kamera stand. Nicht? An einem Samstagabend war das, nicht? Da stand er da und sagte so bedröppelt, aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage sehe ich mich nun nicht mehr in der Lage, mein Amt als SPD-Vorsitzender mit der nötigen Autorität auszuüben. Er hat eine mitreißende Art zu sprechen, oder? Nicht mehr in der Lage, mit der nötigen Autorität, für mich ein Riesenbrüller, weil, ich meine, das heißt ja, dass er am Mittwoch vorher noch geglaubt hat. Egal, nein. Was dazu sagen? Also nicht, dass er wirklich fehlen würde, aber mir fehlt das schon ein bisschen. Es ist einfach auch ein Verlust, den wir diesem Jahr zu erleiden hatten. Kurt Beck war einer von uns. Er wusste auch oft nicht so genau, was gerade Sache ist. Kurt Beck war im Grunde ein demokratischer Held. Er war der Beweis dafür, dass wirklich jeder Parteivorsitzender werden kann. Ich fand das auch schön, dass Politik nicht nur von Profis gemacht wird, sondern auch mal... Und jetzt ist er von uns gegangen, kann man sagen, weil er beleidigt war. Monatelang wurde er in Frage gestellt, das war ja auch nicht schön. Das nur, weil er die SPD als Vorsitzender praktisch fast vollständig vernichtet hat. Beziehungsweise, er hat ja alles probiert. Er hat praktisch wöchentlich den Standpunkt gewechselt. Es hat nichts gebracht. Am Ende hat er sogar den Parteilinken simuliert. Ich glaube, spätestens da war er überfordert. Ich meine, er ist ja noch da in Mainz und das ist ja sein natürliches Umfeld. Ich finde, da gehört er auch hin. Mainz ist schön, das ist, nicht? Waren Sie mal in Mainz? Es ist wunderbar, man steht am Rhein, man guckt so rüber. Na, dann guckt man so nach links, da ist das Ortseingangsschild. Dann guckt man nach rechts, da ist das Ortsausgangsschild. Ne? Dann sieht man eine ferne Stuttgart, dahinter ist ja schon Afrika. Nicht? Das ist einfach auch, ja, eine wärmere Atmosphäre als in Berlin. Nicht? Berlin hat ja nicht mal eine Weinkönigin.
Ne? Oder doch, aber ich glaube, da heißt die regierender Bürgermeister. Aber egal, das ist... Nein, komm. Ich glaube, der SPD fehlt einfach ein Obama, nicht? Aber so einen kann man nicht einfach bestellen. Der kommt oder er kommt nicht. In Amerika hat man ja auch nicht damit gerechnet, dass so einer kommt, so ein Erlöser, nicht? George Bush, ein tief religiöser Mann, aber dass der Erlöser ihn selbst ablösen würde, das hat er selber auch nicht mitgerechnet. Wobei Bushs Karriere ja auch was quasi von Erleuchtung hatte. Nicht? Ein versoffenes Loch kriegt im Delirium Gottes Visionen, hört auf zu saufen und wird Präsident. Ja? Das ist doch was. Ne? Jetzt geht er. Ne? Ich finde, da ist doch mal Zeit, sich zu fragen, was hat George Bush eigentlich aus Amerika gemacht? Und ich habe da mal persönlich nachgesehen. Amerika im Sommer 2008. Weites Land, ja, schön, aber wie sieht es vom Namen aus? Meine Fresse. Oh, 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 nee, das ist ja abgebrannte Stängel. Nee. Der Lack ist ab. Der Amerikaner gondelt zwar immer noch mit dem Auto durch die Landschaft, aber 436 Ocken für einen Liter Benzin ist ja auch kein Pappenstiel. Teilweise werden sogar die Postkutschen wieder rausgeholt. Ne? Aber das hat doch was. Zurück zu den Wurzeln. Man muss sich immer auch vor Augen halten, Amerika war ja vor 150 Jahren noch gar nicht komplett besiedelt. Ne? Da fuhr man noch mit dem Planwagen durch die Gegend und ballerte sich den Weg frei. Und in der Zeit ist George W. Bush aufgewachsen. Das prägt. Und auch wenn die Autoproduktion in den USA gerade in den Bach untergeht, man muss schon sagen, die amerikanische Wirtschaft stellt immer noch tolle Sachen her. So bemalte Eier oder Pferde mit Schweißnaht, wunderbar. Plastikwölfe, ja, in der Plastikwolfindustrie ist Amerika nach 8 Jahren Bush-Regierung weltweit führend. Und nach dem Untergang ihrer Banken wird sich die amerikanische Wirtschaft in Zukunft der Stärke der Holzschnitzerei zuwenden. Das sind die echt top. Hier, nicht, wo kriegt man schon... solche Elche. Auch Indianer wirken in Holz weniger bedrohlich. Und neben den Holzschnitzern haben natürlich auch die Waffenhändler von George Bush profitiert. Geschossen wird immer, zumindest in Amerika. Ansonsten nähert sich Amerika eher Indien an. Überall Kühe auf den Straßen. Und Bären. 8 Jahre George Bush, eine beeindruckende Bilanz. Ne? Die ganze Welt hasst Amerika, das hat ja vor ihm keiner geschafft. Ne? Die Banken sind am Boden, die Wirtschaft ist am Ende. Aber das muss man ja positiv werten. Für die amerikanische Regierung wird es in den nächsten Jahren völlig unmöglich sein, irgendwo mit dem Panzer vorbeizugucken. Schon finanziell, das können sie sich gar nicht mehr leisten. Irgendwelchen Völkern dieser Erde die Demokratie mit der Luftwaffe einzuprügeln. Insofern war die Bush-Administration auf lange Sicht gesehen ein Friedensprojekt. Auch die amerikanische Kultur ist aufgeblüht unter George W. Bush. Hier zum Beispiel beim Rodeo. Hier ist Amerika noch ganz bei sich. Ja, da sitzen sie. Das sind teilweise ganz normale Menschen. Ne? Wie du und ich. Na gut, das würde ich jetzt nicht gleich sagen. Aber natürlich richtig nette Typen. Ne? Und dann tut der Amerikaner, was er am besten kann. Oben bleiben. Koste es, was es wolle. Ich glaube, Rodeo-Reiten ist auch kein bodenfreundlicher Sport. Das ist Amerika unter George W. Bush. Auch wenn es schmerzt, der Kampf geht weiter. Mich macht der Abgang von George W. Bush schon ein bisschen nachdenklich. Ich glaube, er wird mir fehlen, ja, schon als Feindbild. Da war immer jemand da, ja, wenn irgendwas war, Klo verstopft oder so. Und da konnte man sagen, scheiß Amerikaner, ja, das ist vorbei. Von oben gesehen sieht Amerika wirklich super aus. Ja. Vielleicht sollten die Amerikaner öfter mal mit der Luftwaffe übers eigene Land fliegen. Ja. Dann wüssten sie, wie schön alles ist. Ja. Auch 8 Jahre George Bush sind ja geologisch gesehen nur ein Augenblick. Und die Landschaft ist quasi unverändert. Herrliche Berge, Seen, Gipfel, da hat George Bush doch gar nichts kaputt gemacht. Und selbst da, wo er verbrannte Erde hinterlassen hat, wie hier im Craters of the Moon National Park, ja, selbst da wird irgendwann wieder ein Blümchen sprießen. Ja. Obama wird die Wüste blühen lassen. Wunderbar. Obama ist da. Ich glaube, das ist die gute Nachricht des Jahres 2008. Der Heiland ist gekommen und Hillary wird Außenministerin. Ja. Finde ich gut.
Ja. Sie wollte eigentlich bei Obama als Praktikantin anfangen, aber ihr Mann hat es verboten. Ja. Ich finde, in dem Alter arbeitet man noch nicht mehr unterm Tisch. Das muss nicht sein. Komm. Nee. Mich hat Obama allerdings bisher ein bisschen enttäuscht. Also ich meine, er ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen offizieller Heilsbringer des Planeten Erde und man denkt, jetzt wird alles besser. Und was kommt? Der Winter. Ja. Da hatte ich mehr erwartet. Nee, egal. Es ist gut, dass er es geworden ist. Und nicht Andrea Ypsilanti, ja, die ewige Zweite, die Sarah Palin von Hessen, kann man sagen. Ja, komm, die sind doch ähnlich. Haben Sie mal gesehen? Die Brille und so, wenn Sie die vertauschen, das fällt doch gar nicht auf. Im Grunde könnte man Andrea Ypsilanti ohne Probleme nach Alaska verschiffen. Ne? Und Roland Koch kriegt Sarah Palin, das hätte er verdient. Ja. Die würde auch, ja, die würde auch zu ihm passen, finde ich. Weil Roland Koch ist ja so ein Typ wie John McCain, oder? Sind ja auch in etwa gleich alt. Nicht körperlich, aber nein, mental. Ne? Im Geist war Roland Koch mit Sicherheit auch in Vietnam. Ein Mann wie Roland Koch braucht keinen Krieg, um Veteran zu sein. Er ist ja mehr so sein eigener Großvater. Nicht? Das ist vielleicht eine Chance für diesen Neuen da, diesen Spitzenkandidaten von der SPD, diesen ist ja wurscht, komm. Es lohnt sich nicht, sich damit zu beschäftigen. Im Februar kennt den sowieso kein Mensch mehr. Da kommt Frau Ypsilanti wieder. Ja? Die probiert das jetzt, bis sie Ministerpräsidentin wird. Ja? Das kann 100 oder 200 Jahre dauern, nicht? Aber die zieht das durch. Die macht das jetzt unnormal, unnormal. Nicht? Und am Ende wird man sie ausgestopft auf Wahlkampfreise schicken. Das ist egal. Ja, warum denn nicht? Das macht Roland Koch seit 10 Jahren und der ist Ministerpräsident. Nein. Bitte, das geht doch. Ja? Ich glaube, ganz ehrlich, in Hessen möchte ich nicht wählen müssen. Buah. Naja, komm, aber ansonsten leben wir schon in einem wunderschönen Land. Wir haben die See, wir haben wunderbare Berge. Das ist unsere Bundeskanzlerin. Madonna ist übrigens 50 geworden, habe ich das schon erwähnt? Aber das ist sie nicht. Das ist Angela Merkel, alle beide. Ja, ich finde es gut, dass unsere Bundeskanzlerin die politische Diskussion auf die Inhalte lenkt. Jetzt fällt mir gerade ein, hatten wir nicht auch eine Milchpreiskrise? Ja. Was ist los mit dem deutschen Euter? Nee. Und wo ich das Bild gerade noch sehe, die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen ist ja momentan Bauer sucht Frau. Finde ich auch gut. Ne? Wer weiß, was unseren Schafen dadurch erspart bleibt. Ansonsten im Fernsehen war eigentlich nichts dieses Jahr, oder? Das Programm war ja wieder. Ich meine, wie verzweifelt muss eigentlich so ein Programmplaner sein, der Uri Geller exhumiert? Ja. Wie verzweifelt ist das Publikum, das sowas anguckt? Ja. Kein Wunder, dass ganz Deutschland das Fernsehprogramm diskutiert. Nee, allen voran Elke Heidenreich, die Jeanne d'Arc der Fernsehkritik. Nee, hat sie gekämpft, nicht? Idealistisch, nicht? Beziehungsweise. Eigentlich war sie ja nur beleidigt, weil sie nicht die Laudatio auf Reich-Ranitzky halten durfte beim Fernsehpreis. Und hat sie beschlossen, wenn ich dann nicht der Star bin, dann ist das Fernsehen noch nichts. Nee. Ganz Deutschland ist glücklich. Endlich sagt es mal jemand, ja, das Programm ist schlecht. Das war mal ganz, ganz Neues. Das hat noch keiner gesagt. Nee. War plötzlich selbst die Finanzkrise kein Thema mehr. Reich-Ranitzky lehnt den Fernsehpreis ab, weil er während der Fernsehpreisverleihung bemerkt, dass ihm das Fernsehen nicht gefällt. Große Diskussion. Reich-Ranitzky weiß man nicht genau, was im Fernsehen läuft, aber es ist schrecklich, alles schrecklich, außer Arte. Nicht? Hat er gesagt, Arte ist gut, nicht? Das stimmt auch. Arte, nicht? Da war das Volk zu Recht begeistert. Ja, Arte, wir wollen mehr Arte. Nicht? Ja, nicht? Das ist ein guter Sender. Nicht? Die haben da so Themenabende, kirgisische Bestattungsrituale der Eisenzeit, nicht? Mit Originalaufnahmen, nicht? Sowas. Sowas kommt zu kurz im Privatfernsehen. Ne? Warum senden Privatsender keine Themenabende, bitteschön? Ne? Oder mal was Aktuelles, Peter Zwegert in Island. Ne? Oder mal was über die weltweiten Krisengebiete, CSI Islamabad. Ne? Afghanistan kommt bei denen doch gar nicht vor. Ja? Immer nur Bohlen, Bohlen, Bohlen. Was soll das denn? Ne? Aber dann wenigstens mal bitte Dieter Bohlen in Afghanistan. Deutschland sucht den Taliban. Ne? Das war's doch.
Ja. Das kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, wie Bohlen oben aus dem Panzer rausgrinst in seiner unnachahmlichen Art. Ich singe Cherry, Cherry Lady. Ja. Ich glaube nicht, dass sich Al-Qaida von diesem Schlag erholen würde. Ja. Egal. Na, jetzt kommt das neue Jahr. Und okay, in diesem Jahr ist einiges verloren gegangen, aber vielleicht finden wir ja im nächsten einiges wieder. Wer sucht, der findet, sage ich immer. Wenn der Lukas keinen neuen Verein findet, dann vielleicht wenigstens... Was sucht er da überhaupt? Ich glaube, da unterhält er sich gerade mit dem letzten Freund, den er bei Bayern hat. Egal. Ich glaube, im nächsten Jahr wird alles besser. Barack Obama wird für uns übers Wasser gehen. Er wird Arabien befrieden, dem Iran die Atombombe wegnehmen. Er wird mal hingehen zu diesem Ahmadinejad und sagen, so geht das nicht. Und der Ahmadinejad wird sagen, ach so. War eh nur Spaß. Ne? Wir konnten den doofen alten Mann nicht leiden. Ne? Ja, ich glaube, 2009 wird großartig. Hoffenheim wird deutscher Meister. Nee. Und wenn Hoffenheim nicht deutscher Meister wird, auch egal. Dann sehen wir uns am Ende wieder, am Ende des Jahres und blicken wieder zurück. Und dann werden wir wie immer feststellen, es war ein tolles Jahr. Nicht alles war toll, aber vieles war zum Brüllen. Frohes neues Jahr.